Ja, gut, okay, dann ab dafür. Safe. Natürlich starte hier sehr out in the open. Das gefällt mir gar nicht. Das ist natürlich sehr einladend, da vorne reinzugehen, aber... Scheint hier hinter zu sein. Tja, ich glaube, letztendlich ist das egal, in welche wir reingehen, ne? Könnte man hier reingehen? These mages are not ones to be trifled with. Seems peaceful enough now. On old Bradward. The mages caught him stealing lupins from the table. Einfach mal durch die durch den Haupteingang reingegangen. Hurtling balls from the sky, glowing rocks from the moon they was, and they mashed in his poor skull. An intruder's better hope we get to him first, before the hand mages do. Okay, also es gibt hier normale Wachen, das sind noch nicht die Magier, er hier zum Beispiel. Oder sie. Na, komm mal her. Ich sehe halt nichts hier, ne? Tja, wo leg ich dich jetzt mal hin? Hier in die Ecke. So. Okay. Tja, gehe ich jetzt da weiter durch? Ich bin schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, verleitet, ne? Ich halt gerade auch nicht so wirklich viel, wo der entlang geht, der Typ. Ich gehe einfach mal rein. Ratta, ratta, radata, da, da. Kann ich den hier zumindest noch... Da oben scheint auch irgendeine Tür zu sein. Vielleicht kann ich den noch irgendwie umknüppeln hier. Wenn er jetzt nochmal vorbeikommt, jetzt gleich. Oh, Leute. Polyphones Pfeifen, nicht gut. Da hinten ist ein Typi, okay. Ich mag es ja, wenn es dunkel ist. Gerade für uns als Dieb ist das natürlich super, aber wenn ich ja nichts sehe, ist das halt erschwerend. Hier ist kein Schatten. Du hast einen Schatten. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Ecke. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich
habe irgendwie das Gefühl, das könnte noch eine längere Mission werden. Weil es ist, glaube ich, relativ groß hier. Vor allem 4 Türme. Herr der Ringe, die 4 Türme. They're taking the hobbits to Isengard und to Hildegard. Was ist mit dir eigentlich? Läuft da noch wer anders rum? Wo gehst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Okay. Der kommt gleich wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich ein Rundgang oder so, denke ich mal. Der kommt jetzt gleich hier wieder raus. Schauen wir mal. Oder er kommt zurück. Oder bist du ein anderer? Oh. We've got an intruder! Scheiße. Entschuldigung. Humpty Dumpty. Ich wag mich mal hier hin. Warte mal, bis der Typ hier entlang geht. Hoffentlich von rechts nach links. Ja, ich glaube, ich habe Glück. Komm her. Bevor wir hier richtig loslooten, erstmal hier ein bisschen Vorkehrungen treffen. Ich habe aber eben auch einen Schlüssel aufgenommen. Da heißt wahrscheinlich einfach, ja, Key. Danke, Spiel. Das ist so ein bisschen analog zu den alten Tomb Raider Spielen, also 1 bis 5 vor allem, wo manchmal, ja, da kann man manchmal einen Schalter betätigen oder einen Hebel oder einen Schäbel. Und sieht dann aber nicht, wohin der führt. Das ist immer super. Dann hört man in der Ferne irgendwo so ein Gatter aufgehen, weiß aber überhaupt nicht, wo es ist. Wir gehen jetzt gleich mal nach oben. Ich weiß nicht, ob da hinten. Ich meine, wir könnten da noch weiter entlang gehen. Wo bist du? Das Pfeifen wird irgendwie weniger, ne? Nicht mehr so polyphon wie vorher, ich weiß auch nicht. Okay, ich denke mal, das war ein Magier, der gerade gesprochen hat. Ich werde meinen Weg weitergehen, bis hier. Bis ich zum ewigen Feuer zurückkehre. Jo. Gehe ich jetzt. Ach, ich bin mir nicht sicher. Gehe ich jetzt erst nach oben oder gehe ich unten weiter? Ich weiß das nicht. Warten wir mal eben, ob vielleicht noch einer runterkommt, weil dann. Ja, komm. Kommt da einer oder nicht? Ah, da oben.
Aber da haben wir, gut, da hätten wir eine dunkle Ecke. Tja. Jetzt ist die Frage, wen haben wir von hier unten schon? Das ist aber auch eine... War die Tür gerade kurz aufgegangen oder habe ich mir das nur eingebildet? Okay, ich kann von hier die Tür aufmachen. Ich habe richtig lange Arme, ne? Das hier ist eine Fackel. Ah, okay, das heißt, da hätten wir eine Möglichkeit. Ach, weiß was, komm. Rinder, Mirinda. Ja, gut, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier unten gut aufgeräumt haben. Bin mir nicht sicher. Was haben wir denn? Scroll, Schriftrolle. Eine Bekanntmachung an alle Diener und Wachen. Okay, hiermit geben wir bekannt, dass die vier Türme der Magier und des Magierordens, Mage Keep, ja, Magier, der Magiergilde, sakrosant sind, auch ein schönes Wort, und ja, für das gemeine Volk, für das Fußvolk, nicht zugänglich sind, off limits. Nur die Anwärter auf das Magier sein dürfen die Türme betreten. Mhm. Wachen dürfen die Eingänge, die Foyers der Türme wegen, ja, oder im Rahmen ihrer Tätigkeit als Wachen betreten, aber dürfen unter keinen Umständen weiter nach oben in die Türme hinein, sagt der Erzmagier Ibn al-Harut. Genauso spricht er seinen Namen auch immer aus. Cellera? Abruka? Was ist denn Cellera? Der Kellerer? Gibt's das? Weiß ich nicht. Derjenige, der den Keller betreut? Wir müssen ganz dringend diese Chemikalien bekommen, die wir vor kurzer Zeit angefragt haben. Today's hands will be sending young Luca to the city. Okay. In zwei Tagen werden wir den jungen Luca in die Stadt schicken. Einer deiner Helfer soll ihn dabei begleiten. Und schaut vielleicht auch nochmal, ob ihr zusätzlich irgendwie drei Ziegen, ein Kamel und ein Burrick. Ich denke mal, das sind diese Dino-Dinger. To the animals gathered for the next round of für die nächsten Tierexperimente ja, mitbringen könnt. Der Anwärter Haseki Beza sagt das. Okay. Ihr werdet mir unsympathisch, liebe Magier. Ich verstehe zwar, dass ihr eure Machenschaften oder eure Fähigkeiten testen müsst, um zu wissen, ob sie funktionieren, aber Tierversuche, no. Please, no. Nicht schön. Okay. Wieder sehr viel Raum mit nichts. Aber so wirklich gar nichts. Irgendwann ist in so einem Fass mal was drin. Da mache ich ein Fass auf. Wie immer lasse ich mal die Türen offen, wenn ich da schon drin war. Oh. What's this? Oh. Ich glaube, da gehen wir gleich erstmal rein. Das scheint ein Turm zu sein. First Floor, Mage Keep. Unteren Bibliotheken und den Kerker, den Dungeon.
Interessant. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir hier unten aufgeräumt haben. Oder auch nicht. Oder doch nicht? Bin mir nicht sicher. Wer hat mich da irgendwo... meint mich gesehen zu haben? Vielleicht... Ach komm, ich gehe hier doch erstmal hier oben hin. Das ist alles so verlockend, ist das Problem. Hier ist es ja noch dunkel, aber... im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Da. Schon Ohrwurm. Wo ist der Typ jetzt hier? Hier lief doch eben noch einer rum. Das stehen zwei, ne? Zwei Wachen. Ja. Da steht keiner. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt... lass mal versuchen. Genau, die haben das Feuer ausgelöscht. Oh. Schön. Ja. Ich glaube, hier geht keiner mehr runter, oder? Soll ich das mal... obwohl, ich könnte doch da hinten in die Ecke einfach... ich bin auch doof. Ich hätte doch einfach da hinten in die Ecke legen können. Ich glaube, das machen wir auch. Vielleicht muss ich manchmal auch ein bisschen mutiger sein. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich klettern, wenn ich... ja. Wenn ich den Körper trage? Ja, es geht. So. Ist das gut, was ich hier gerade mache? It would be wise to surrender. Geiler Tanz. Wow. Was war ein guter Tanz, den er da hingelegt hat, muss man ihm lassen. Eho. Oh, du bist ein Windmagier. Cool. Anscheinend bist du das. Denke ich mal, weiß ich nicht. Was sagt denn die Karte? Zweiter Stock. Ach. Es tut mir leid, dass ich hier so ein bisschen hin und her gerissen bin, aber ich, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann weiß ich nicht, ob wir da unten nochmal hinkommen zu den Orten. Deswegen würde ich eigentlich fast vorschlagen, wir gehen doch erst unten nochmal gucken. Weil nicht, dass wir dahinter nicht mehr hinkommen, das möchte ich halt ungerne bezwecken. Ich weiß halt nicht, wie der Aufbau hier dieser Örtlichkeiten sind. Ich meine, da hinten, ich könnte mir vorstellen, dass wir da bei diesem Treppenhaus, was wir eben gesehen haben, da oben auch wieder rauskämen, wo der Typ gerade eben entlang lief, dieser Windmagier. But what do I know? Okay.
Ab in die stille Ecke. Gut, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so das Problem, weil Schlüssel haben wir ja gefunden. Oder vielleicht können wir es auch aufknacken. Tja. Also mindestens zwei Leute, die da irgendwo entlang schleichen. Hi, Hugo. Das haben sie natürlich clever gemacht hier, entgegengesetzt von der Tür. So ein... Ah, kleinen Moment. Muss man eben... So, mein Kater hängt manchmal fest mit seinen Krallen, wenn er hier sich am Stuhl streckt. Am Schreibtischstuhl. Cool. Das... Ja... Magischer Wein. Da ba da ba bi do bu di bum bu bu dum. Kann man da oben irgendwie drauf? Ja, ich glaube, das war's auch. Aber gut. Beute ist Beute. Beute ist Beute. Na 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 na. Ja, okay. Ich höre schon auf. Manchmal bekommt es mich. Übrigens. Einfach mal ganz stumpf. Liebe Grüße an euch alle, die das hier gerade schauen. Also danke fürs Zuschauen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es schwierig ist mit erstens einem älteren Spiel und zweitens einem relativ kleinen Kanal, der ich ja bin, hier Zuschauer zu generieren bzw. zu erreichen. Das ist halt leider immer nicht so einfach, weil der Markt der Let's Plays auch seit mindestens 6, 7, 8 Jahren ziemlich übersättigt ist. Aber mich freut es umso mehr, wenn Leute sich hierhin verirren und ja, denen vielleicht auch dieses Let's Play gefällt. Wer weiß das schon. Ah, mich mal eher so hier zur Seite stellen. Na. Wie gesagt, wenn möglich. Ah! I shall build shelters from the winds. Feel the countless waters. See the vast earth and burn in eternal fires. Ich habe übrigens, kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, vor der Aufnahme, sag ich mal kurz in diesem Menü, ich habe nochmal an den Untertiteleinstellungen ein klein bisschen gewerkelt. Und zwar kann man die, hatte ich ja an einer Stelle vor etlichen Folgen schon mal kurz erwähnt, noch verfeinern in dem Sinne, dass nur, ich sag mal, die wichtigen Charaktere, die gerade in der Umgebung sind, angezeigt werden und nicht irgendwelche weiter entfernten Charaktere, die gerade auch gleichzeitig irgendwas erzählen, dann ist es für euch jetzt hoffentlich Mr. Burns, dann ist für euch vielleicht auch ein bisschen übersichtlich auf dem Bildschirm, weil nicht zu viel Text angezeigt wird, sondern immer nur das, was gerade auch wirklich in der Nähe gesprochen wird. Da haben wir auf jeden Fall gerade wieder einen Magier gehört. Man hört die auch immer ganz gut, die klingen so leicht hallend. So ein leichtes Echo. Wind blows, fire burns, earth shakes, water flows. Schöner Effekt. Sag mal. Hängt da einer fest oder was? Da-dang, ti-dong, da-dang, ti-dong, da-dang. I shall build shelters from the winds. Feel the countless waters. Das macht mich total kirre gerade. Es wirkt fast so, als wenn irgendwo einer festhängt. So this is where the mages hide their dirty little secrets. Mhm. Mage Keep. Central Tower. Ah, guck mal hier. Water Tower, Earth Tower, Fire Tower, Air Tower. Stairs. Main Gate. Okay, also hier kamen wir gerade rein. Jetzt sind wir hier anscheinend. Oder, ja, und könnten auch in der Bibliothek sein. Sieht sehr bibliothekisch aus. Tadang, titung, tadang. Oh. Do not let fear. Let fear control your path, Garrett. Okay. Danke für den Tipp. Alter! Greed shall be your undoing,
weekend. Betrayal will force you to see Garrett. Mm-hmm. Deception is your power, Garrett. Das ist sehr, sehr cool. Also so ein bisschen so Wahrsager oder Statuen oder sowas. Cool. Sehr interessant. Ja, haben sie vielleicht nicht ganz unrecht mit, auch mit den negativen Sachen. I shall build shelters from the winds. Feel the countless waters. See the vast earth. I shall build shelters from the winds. Feel the countless waters. See the vast earth and burn in eternal fires. Hm. Wind blows, fire burns, earth shakes. Also was die Elemente machen, das haben sie schon mal raus. Ist schon mal nicht schlecht. Erster Schritt ist gemacht. Magier Verlin. Azaranz. Okay. Obwohl wir ihn, ja, unsere Gilde, unseres Ordens verwiesen haben, oder ja, kann man schon so sagen, glaube ich, ist Azaranz immer noch oder an Necromancy interessiert, also an der Wiedererweckung der Toten. Seine Studien der dunklen Künste, der Black Arts, werden immer noch fortgeführt, und zwar in seinem Spire, in seinem, ja, Turm, in seinem Versteck in Dayport. Wir befürchten, dass seine Experimente mit der Reanimierung von Ratten und Insekten zu noch schauerlicheren Tiefen führen könnten. Er hat außerdem wohl vor, andere für seine Unternehmung, das Buch der Asche wieder zu entdecken, und möchte da irgendwie so eine Art Kreuzzug zustande bringen mit verschiedenen Leuten. Das Buch der Asche muss ein Objekt der Vergangenheit bleiben. Azarans Vorhaben haben ihn erblinden lassen, sozusagen, oder haben ihn verführen lassen. Und er hat bewiesen, dass er uns mittlerweile eine Gefahr darstellt und auch unseres Bestehens als Magier deswegen eine Gefahr darstellt. His expulsion has only made him more resilient. Ich übersetze es mal sehr frei, seine Tätigkeiten oder seine Aktivitäten haben ihn nur noch resilienter gemacht gegen die Vernunft von uns, den Magiern. Der innere Kreis der Magier hier hat deshalb beschlossen, dass der Timer gerade abgelaufen ist. Nein, dass härtere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um dieses Unterfangen wieder richtig zu stellen, sagt der Erzmagier Corino. Also italienische Namen irgendwie. Obwohl, ja, nicht nur, aber halt auch. Sehr interessant alles. Okay, um das Element des Wassers zu meistern, musst du zu deinen Anfängen zurückkehren. 9 Monde lang musst du im Wasser leben. Oder nee, 9 Monate lang. Nochmal. 9 Monde lang hast du im Wasser gelebt. Und dann wurdest du in eine Welt der Luft und der Erde geboren. Du hast deine Vergangenheit vergessen, aber wir werden dir beibringen, sich wieder an sie zu erinnern. Leg die sterblichen Gedanken des Atmens beiseite und finde die Wege der See, des Meeres. Gehe diesen Weg nicht mit deinen Gliedmaßen, sondern erlaube deinem Körper, in ihm zu schwimmen, beziehungsweise eins mit dem Wasser, eins mit dem Meer zu werden. Bis du das Element Wasser komplett beherrscht, gehe zur Luft zurück
oh Adept, oh Lehrling sozusagen, Auszubildender. Und ja, erfreue dich an seinem beschützenden Wesen. Mit der Zeit wirst du das warme Gefühl des Wassers für dich entdecken und wirst auch die Fähigkeit haben, dich im Wasser fortzubewegen, ohne atmen zu müssen. Sagt das Buch der Korale und Skalen. 7:12 oder um 7:12 Uhr. Nur dann. Acht alte Männer oben in einem Turm. Acht alte Männer. Nur einer mit Macht. Bewege dich bewege dich fort von der Hand mit dem Schwert. Zähle 7 und erlange deine Belohnung. Turn away from the hand with a sword. Count 7. Okay, das klingt sehr nach Rätsel. Interesting. Ja, ja, ja. Ja, wir könnten nach oben oder nach unten gehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal nach unten, oder? Nach oben müssen wir ja sowieso noch. Läuft einer rum. Ich weiß, ich bin hier gerade sehr exposed. Das ändern wir mal, würde ich sagen. Beziehungsweise machen wir das erst in der nächsten Folge, bevor ich hinterher vergesse, hier die erste Hälfte der Session heute zu beenden. Ja, sehr, sehr cooler Ort. Gefällt mir sehr gut. Ich mag das sowieso. Ich mochte das auch in Thief Deadly Shadows. Da gibt es zum Beispiel auch so ein Keeper Compound, also so ein die Gemächer der Hüter oder das Gebäude der Hüter sozusagen, was auch ganz geheim ist und so. Und generell finde ich sowas immer sehr, sehr interessant, so mit Okkultismus und ne, Mysterien und Magie hier auch, ne? Ist ja auch ein großer Bestandteil der Thief-Reihe. Deswegen, ich finde dich richtig geil gerade. Bin mal gespannt, was hier alles noch kommt. Und ja, wir sind anscheinend gerade in den Bibliotheken angekommen und wir werden uns jetzt mal die unteren Stockwerke dort anschauen und uns dann mal unseren Weg so nach und nach vielleicht durch alle Türme bahnen, ich weiß es nicht genau. Zumindest aber halt den Erdtalisman am Ende des Tages hoffentlich irgendwo entdecken. Ja, danke bis hierhin fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mir auf jeden Fall. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Also für mich geht es jetzt sofort weiter, für euch dann wahrscheinlich einen Tag später oder so. Deswegen danke bis hierhin fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Bis dann.